Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem Video, was sich einige Leute gewünscht haben, beziehungsweise ja, Fragen, die ich sehr oft gestellt bekomme. Wir haben uns im Stream zusammen hingesetzt und sind einfach mal Punkte durchgegangen, die wichtig sind zu dem Thema, was brauche ich, um Musik zu produzieren. Alles, was ich euch empfehle, ist natürlich unten in der Beschreibung als Link. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Vielleicht ist was dabei, vielleicht auch nicht. Dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr da eine bessere Alternative habt, mit der ihr Erfahrung gemacht habt. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur nach meinen Erfahrungen ausgesucht. Was man auch nicht vergessen darf, ich gehe hier natürlich rein nach meiner Erfahrung, also Programme oder Mikrofone oder sonst was, womit ich keine Erfahrung habe, darüber werde ich nicht reden, aber ich werde euch Empfehlungen geben, wo ihr ja Videos dazu gucken könnt zu dem Thema. Ja, ich habe das Ganze aufgeteilt in 8 Kategorien, sage ich jetzt einfach mal. Wir fangen als allererstes also mit dem Anwendungsgerät an. Was bedeutet das überhaupt? Für mich bedeutet das, willst du an einem Laptop arbeiten, willst du an einem festen Computer arbeiten, möchtest du, also so ein Desktop-Computer, möchtest du, weiß ich nicht, an einem iPad arbeiten oder sonst was. Die allererste Frage, was du dir stellen müsstest, wäre, was habe ich? Was bin ich bereit zu investieren und was bin ich nicht nur geldtechnisch zu investieren, sondern natürlich auch zeittechnisch. Und da kann ich halt nur aus meiner Sicht erzählen, bleib erstmal bei dem, was du kannst. Nur weil jeder sagt, das und das ist viel geiler. Also ich zum Beispiel arbeite seit 20 Jahren mit Windows, ne? Und trotzdem erzählen mir alle, ja, aber Apple und Mac und Logic ist der Hammer und so weiter. Warum sollte ich meine Zeit dafür verschwenden, komplett Apple, Mac und so weiter zu lernen, wo was geht und so, und dann nochmal Logic neu lernen? Weil, wie gesagt, ich habe Windows und ich bin zufrieden damit. Von daher entscheidet euch für das, was ihr habt, erstmal, bevor ihr jetzt überstürzt oder unnötig irgendwie investieren wollt, nur weil andere sagen, dass es geil ist. Bleibt erstmal bei dem, was ihr habt und versucht da erstmal das Beste rauszuholen. Wenn ihr damit nicht mehr weiterkommt, dann kann man natürlich sich überlegen, ich investiere Zeit und Geld und gehe sozusagen auf eine weitere Empfehlung ein. Tipp von mir, ruft doch einfach mal bei irgendwelchen Anbietern an und fragt einfach, ich will Musik machen, ich brauche das und das, was für einen Computer würdet ihr mir empfehlen? Da kann ich euch halt leider nichts sagen. Also gehen wir weiter zum zweiten. Welche DAW? DAW steht für Digital Audio Workstation. Ja, klingt super, super spannend und super schwierig. Ist es eigentlich gar nicht. Es ist einfach ein Programm, womit ihr Musik machen könnt. Also, welche DAW wähle ich? Ich sag mal so, am Anfang... Das will keiner hören und das will auch keiner wissen, aber fast jeder hat entweder mit Demos angefangen oder mit gecrackten illegalen Versionen. Das ist kein Geheimnis, das weiß man einfach. Zum Beispiel auch ein Avicii oder so hatte sehr viele gecrackte Sachen auf seinem Laptop, als er Interviews gegeben hat oder Tutorials gezeigt hat oder so. Da waren definitiv Programme dabei, die nicht legal gekauft waren. Das Ding ist halt einfach, man kauft die Katze im Sack. Das heißt, man bezahlt für etwas, was man halt... Ja, man weiß halt nicht, ob man es benutzt oder nicht. Deswegen bin ich kein absoluter Feind davon, auch wenn das jetzt echt vielleicht scheiße klingt. Eine Demo ist nur eine Demo. Man weiß nicht, bis zu welchem Punkt sie funktioniert und ob man darüber hinaus damit halt überhaupt noch was anfangen kann. Also, meine Empfehlung ist tatsächlich FL Studio, wenn ihr Beats bauen wollt. Warum FL Studio? Es ist ein sehr anfängerfreundliches Programm, aber sobald ihr euch reingefuchst habt, ist der Workflow einfach mega. Ich habe mit Cubase einmal kurz für San Diego bei Boss Aura Beats gebaut und auch ein paar Sachen für ihn vorher. Ich fand Cubase für mich sehr anstrengend. Ich fand es nicht so übersichtlich, was Beats bauen angeht. Aber für Audios zum Beispiel, für Aufnahmen, für Abmischen, Mastern und so weiter, kann ich auf Windows absolut Cubase empfehlen. Habe ich selber dafür. Was ich, wie gesagt, nur sagen kann, probiert erstmal Demos, ja, guckt einfach mal, bis wohin die Grenze kommt, bis wo die Grenze ist, und dann guckt einfach mal, lohnt es sich, das Geld zu investieren oder halt nicht. Es gibt halt
wirklich, es gibt für alles eine Meinung. Im Endeffekt müsst ihr gucken, welches Programm am besten zu euch gefällt und welches euch am meisten Spaß macht. Weil, das ist nämlich das Wichtigste, es muss Spaß machen, sonst kommt ihr nicht weit. Eine sehr, sehr wichtige Frage, die gestellt wurde, ist natürlich immer wieder, wenn ich mich für FL Studio entscheide, welche Version kaufe ich denn dann? Wir haben uns im Stream alle Versionen angeguckt und so weiter und sind zu dem Punkt gekommen, dass Producer Edition wohl die beste Wahl wäre. Ansonsten gibt es eine Möglichkeit, auf der Seite von ImageLine von FL Studio alle Editionen zu vergleichen und zu gucken. Das Problem ist, wenn du ein Anfänger bist, kannst du mit den meisten Sachen nichts anfangen. Du müsstest dann wirklich jedes Plugin, jeden Effekt oder sonst was googeln und dann vergleichen. Bei der einen Edition ist es dabei, bei der anderen ist es nicht dabei. Und dann musst du halt, ja, und das ist halt meistens sehr anstrengend. Deswegen meine Empfehlung ist Producer Edition. Wenn ihr die Möglichkeit habt, über einen Studentenrabatt, also über Studentenausweis oder so etwas kaufen zu können, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit über einen Drittanbieter, über Thomann zum Beispiel, was natürlich legal ist, auch die Signature Edition für 199 Euro zu holen und ja, das lohnt sich auf jeden Fall, also falls ihr da eine Möglichkeit habt, dann würde ich es auf jeden Fall darüber versuchen. Ein Vorteil bei diesen ganzen FL Studio Versionen ist, ihr habt ein Lifetime Update for free. Ja, also ihr habt, lebenslanges Update für einmal kaufen. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, wie willst du deine Musik überhaupt hören oder produzieren oder machen oder sonst was? Bis jetzt sind wir ja eigentlich so weit gekommen, ihr habt einen PC, ihr habt ein Programm, das ist ja alles schön und gut, aber Musik ohne es zu hören, machen ist ja irgendwie nicht so cool, ne? Mein Tipp von Anfang an ist erstmal, behalt das, was du hast. Es klingt komisch, aber du hörst damit schon lange Musik wahrscheinlich. Du wirst damit auch noch vielleicht zocken oder sonst was. Du kennst deine Anlage, du weißt, wie etwas zu klingen hat. Ja, ich kenne jemanden, der hat locker 10 Jahre mit seiner ganz alten, ich weiß es gar nicht, Logitech-Anlage oder so Beats gebaut und hat damit Major Placements gemacht, weil er einfach wusste, wie es zu klingen hat. Ja? Das heißt, bevor ihr irgendwie an dieser Stelle investiert, versucht erstmal eure Skills und so weiter in dem Programm und überhaupt weiterzuentwickeln. Bevor ihr also in Kopfhörer oder Boxen investiert oder so, versucht erstmal mit dem zu arbeiten, was ihr habt. Ich weiß, jeder will immer das Beste und sonst was, aber das beste Equipment heißt nicht automatisch gleich der beste Produzent oder beste Producer oder beste Beatmaker oder sonst was, sondern im Endeffekt ist es immer noch dein Skill, den du lernst und solange du das hinbekommst, ist es eigentlich relativ egal, was du benutzt. Wenn du allerdings irgendwann an dem Punkt bist und dir denkst, ja, ich hätte jetzt gerne mal eine Investition in Richtung Kopfhörer oder Boxen, kann ich dir zum Anfang erstmal empfehlen, Kopfhörer zu holen. Kopfhörer sind deshalb ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen besser, in Anführungszeichen. Du hast keine Probleme, was Lautstärke angeht. Gerade wenn du noch zu Hause wohnst, gerade wenn du in einer Wohnung wohnst oder so, kannst du einfach nicht aufdrehen. Und jeder, der irgendwie anfängt, hat ja nicht direkt einen Keller, ein Studio, irgendwo außerhalb, wo er laut sein kann. Deswegen sind Kopfhörer sehr wichtig. Und bei Kopfhörern kann ich euch nur empfehlen, Biodynamic. Biodynamic macht ihr nichts falsch mit. Da könnt ihr entweder die 770 Pro, das wären geschlossene Kopfhörer, oder die 990 Pro, das wären offene Kopfhörer, gönnen, weil damit habt ihr auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage zum Musikproduzieren und zum Musikaufnehmen, eigentlich in jede Richtung, die ihr haben wollt. Aber zum Thema Biodynamic Kopfhörer kommt auch noch ein Video, wo ihr auch welche gewinnen könnt. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Kopfhörer? Geschlossene Kopfhörer haben halt nicht so das Raumgefühl, sag ich mal, wenn du zum Beispiel etwas abmischt oder ein Beat baust oder sonst was. Es klingt alles relativ limitiert. Trotzdem habt ihr den Vorteil, dass kein Sound nach außen dringt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Aufnahmen macht, irgendwie Rap-Aufnahmen und ihr wollt nicht, dass der Beat aufgenommen wird, ja, dann nimmt man geschlossene Kopfhörer. Wenn ihr Sachen abmischen wollt, wenn ihr Sachen mastern wollt, wenn ihr Beats bauen wollt, wenn ihr aber auch zocken wollt, finde ich für meinen Geschmack offene Kopfhörer bei Weitem angenehmer, weil man einfach nicht im Raum so limitiert ist, sondern es klingt alles offener, man kann sehr viel mehr hören, finde ich, und man kann sehr viel mehr damit arbeiten. Aber ich glaube, das ist auch Geschmackssache. Meiner Meinung nach sind offene zum Musikmachen, außer Aufnehmen jetzt, bei Weitem angenehmer.
Wenn es darum geht, doch lieber Boxen zu kaufen, dann kann ich auch nur auf meine Erfahrung zurückgreifen. Ich habe angefangen mit den Yamaha HS5. Das sind meiner Meinung nach super, super Lautsprecher oder Monitorboxen. Ihr habt nicht zu viel Bass, ihr habt nicht zu viele Höhen, es klingt nicht irgendwie falsch oder so. Wenn ihr lernt, ein bisschen damit umzugehen, sind die super. Welche ich für meinen Geschmack absolut nicht empfehlen kann, sind KRK-Boxen, weil ich komme einfach mit diesem Bass nicht klar. Das ist wie bei Beats-Kopfhörern. Für mich klingt das einfach alles zu bassig und dann habe ich das Problem, dass ich Bass aus meinem Song oder aus meinem Beat rausnehme und woanders ist der Bass dann überhaupt nicht mehr da und auf den Kopfhörern oder auf den Boxen von KRK ist der Bass halt trotzdem noch präsent. Damit kam ich nie zurecht. Wenn ihr allerdings gerne Musik hören wollt, nicht nur produzieren, dann sind die KRK auf jeden Fall cool. Meine absoluten Favoriten sind fast alle Lautsprecher von Adam. Adam macht für mich so die hochwertigsten Lautsprecher, was für meinen kleinen Raum genügt. Also wahrscheinlich nicht für ein großes Studio. Da gibt es nochmal größere Adam-Boxen. Ich habe jetzt die A7X, vorher hatte ich die F5. Und damit muss ich sagen, war ich super zufrieden. Aber auch da sage ich euch ganz ehrlich, geht nach eurem Portemonnaie und guckt so ein bisschen. Am besten in einem Music Store, wo natürlich alles ausgestellt ist und wo ihr alles testen könnt. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, dass die Räume dafür dann auch perfekt ausgerichtet sind, ne? Also bei euch zu Hause werden die nochmal anders klingen als im Laden. Ansonsten online bestellen, zurückschicken, wenn es nicht funktioniert und Kommen wir zur nächsten Stufe. Wenn ihr das alles hinter euch gebracht habt und ihr seid der Meinung, ich möchte noch mehr investieren, ich möchte noch mehr rausholen aus der ganzen Geschichte und ihr habt Boxen, ihr habt Kopfhörer, ihr habt das Programm voll drauf, gerade auch was die Plugins angeht und so weiter und so fort. Wo kann man weiter investieren? Meiner Meinung nach sollte man in Plugins und in Sample Packs investieren. Ja, Sample Packs, ganz einfach, Drums zum Beispiel. Ich meine, FL Studio kommt mit sehr vielen Standard-Drums, also wirklich sehr viele. Gerade die neueste Version hat wirklich sehr viele. Früher waren das bei weitem weniger. Es gibt sehr viele Sample Packs, die umsonst sind. Wie zum Beispiel von Cymatics oder auch anderen Anbietern. Kann man einfach googeln. Ja, Drum Packs oder Drum Kits, Sound Kits, free, einfach auf Google eingeben. Ansonsten, wenn man, ein bisschen speziellere Sounds haben möchte, dann bin ich der Meinung, unterstützt die Produzenten, die ihr feiert. Also das ist einfach meine Empfehlung. Das ist meiner Meinung nach erstens, wie wir das Game unterstützen und zweitens, wie ihr den Sound auch bekommt, den ihr feiert. Gehen wir weiter zu den Plugins. Die erste Frage ist natürlich, was für Instrumente brauchst du? Wofür brauchst du die und welche Richtung soll das gehen? Ich werde euch die Sachen alle unten in die Beschreibung packen, weil wenn ich das jetzt so vorlese, ist das, glaube ich, relativ komisch. Kommen wir zu Nummer 6. Warum habe ich das Ganze so nach hinten geschoben? MIDI-Keyboard. MIDI-Keyboard ist für mich eine Sache, die für mich sehr wichtig war, absolut. Also ich komme ja vom Klavierspielen. Mit 12, 13 habe ich ja klassisches Klavier und Blues und Jazz gelernt. Und ich komme vom Klavierspielen, deswegen war es für mich eigentlich keine Frage, dass ich ein Klavier dabei haben wollte oder ein MIDI-Keyboard oder irgendwas. Allerdings habe ich mit sehr vielen Leuten geredet und man braucht kein Keyboard, um Beats zu bauen. Man braucht es einfach nicht. Man kann erstens mit der Maus Melodien machen, wenn das auch zu anstrengend ist oder man nicht weiterkommt, dann kann man sogar mit der Computertastatur Melodien einspielen. Selbst das funktioniert. Aber wenn man dann sich denkt, ich möchte investieren, ich möchte einen Schritt weiter nach oben, was das Equipment angeht, dann geht man halt auf ein MIDI-Keyboard. Und auch MIDI-Keyboards gibt es wie Sand am Meer. Also man kann sich gönnen, was man möchte, von teuer bis komplett günstig bis ich weiß es nicht. Ich werde euch unten natürlich wieder Empfehlungen reinpacken. Kommen wir weiter zu Mikrofon. Da kommen wir dann zu einem Thema, wo ich eigentlich komplett raus bin. Ich habe hier das Shure SM7B, was ich eigentlich absolut empfehlen kann, aber das war's dann auch. Ich habe ein Brauner Phantom Studio-Mikrofon, was ich aber absolut gar nicht mehr benutze. Das Mikrofon kennt ihr auch wahrscheinlich von Montana Black oder Allotrix. Oder ich glaube, Unge hatte es auch mal. Ist ein super geiles Mikrofon, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr wirklich in diese Musikrichtung gehen wollt, Shure SM7B ist der Hammer. Aber auch da sage ich euch ganz ehrlich, ich schreibe euch lieber Empfehlungen in die Beschreibung oder gebe euch
Weiter zum nächsten Punkt, achter Punkt, YouTuber-Empfehlungen. Leute wie zum Beispiel Ranzratte haben solche Mikrofontests schon öfter gemacht und die haben auch viel mehr Mikrofone zu Hause. Von daher empfehle ich euch da lieber rüber zu gehen und euch die Live-Qualität anzuhören. Ja? Man darf natürlich nie vergessen, der Raum ist ein anderer. Wahrscheinlich das Equipment, wo das Mikrofon dranhängt, ist auch ein anderes. Aber da habt ihr zumindest schon mal sowas wie einen Test. Jetzt wird natürlich noch eine Frage im Raum stehen. Und zwar, wie sieht es aus mit Soundkarten, mit Interface, mit PCI-Karte, mit USB-Sound-Interface oder sonst was? Also, zuallererst muss ich sagen, bevor man damit anfängt, muss man mit seiner Onboard-Karte an die Grenze kommen. Ja, das heißt, es wird nicht mehr genug Power da sein, der Wandler wird euch nicht mehr glücklich machen. Ihr werdet eine Latenz haben. Ja, die Latenz ist das größte Problem, warum ich von der Onboard irgendwann gewechselt habe zum Interface. Ich habe angefangen mit dem Scarlett Focusrite 2i2. Das war dieses kleine rote Ding, wo ich ein Mikrofon anschließen konnte. Man konnte sogar zwei, aber ich habe nur eins angeschlossen. Und da hatte ich natürlich auch Phantomspeisung und so weiter. Und hinten hatte ich auch nochmal zwei XLR-Ausgänge für meine Monitorboxen und natürlich für meine Kopfhörer einen Anschluss vorne. Ich war super zufrieden damit, hatte keine Probleme damit, habe das sehr lange benutzt. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte investieren, ich möchte was Besseres. Dann bin ich zum Steinberg UR22 gewechselt. War nochmal ein Ticken besser, ja, hat mich nochmal glücklich gemacht. Irgendwann war ich da aber auch dann an der Grenze und habe gesagt, ich möchte jetzt nochmal eins drauf und habe gewechselt zum RME Babyface Pro. Damit muss ich sagen, bin ich top zufrieden. Es gibt absolut nichts, was mich daran aufregt. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist, wenn man nochmal investieren möchte, wäre ein Apollo. Es ist zum Beispiel das X4 gerade rausgekommen und da ist allerdings gerade noch, was Thunderbolt, USB, Windows und so angeht, noch ein Problem für mich. Von daher kann ich da leider auch noch nicht viel zu sagen. Sobald ich das habe, werde ich bestimmt ein Video dazu machen, weil das Ding super interessant ist. Aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht. Also, wofür braucht man ein Interface? Ich brauchte es dafür, erstens, um alles anschließen zu können. An meine Onboard-Soundkarte konnte ich ein Mikrofon nicht anschließen. Ich konnte keine Monitorboxen anschließen. Ich konnte nur Kopfhörer anschließen. Das heißt, ich hätte da auch so einen Adapter nehmen können oder so, aber ich sage euch ganz ehrlich, dann habe ich direkt gesagt, ich investiere, weil irgendwann brauche ich das eh. Ich hatte Latenzprobleme. Alles hat sich verzögert, wenn ich live eingespielt habe auf Keyboard. Da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, das funktioniert so nicht. Und dann bin ich zu einem Interface gewechselt und nicht zu einer PCI-Karte, weil das brauchte ich einfach nicht. Freunde, das Video ist lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch alles irgendwie zusammenfassen. Ich konnte euch auf alles eine Antwort geben, mehr oder weniger. Wenn irgendwas noch offen sein sollte, bitte in die Kommentare, was wichtig ist. Meiner Meinung nach das Wichtigste zu diesem kompletten Thema ist einfach, verliert euch nicht in diesen ganzen Technik, Details und Investitionen, sondern habt Spaß an der Sache. Und das war ein Fehler, den ich sehr lange gemacht habe. Ich habe mir zu viele Synthes geholt, zu viele Samples, zu viele weiß ich nicht was. Irgendwann hatte ich keinen Spaß mehr, weil ich einfach keinen Überblick mehr hatte. Deswegen haltet es so gering es geht und macht das Beste draus. Ich glaube, damit könnt ihr glücklich sein. In dem Sinne, Freunde, lasst mir gerne einen Daumen da. Macht es gut. Peace.